Moin, heute stelle ich dir die PF-Snare vor. Und die hört sich ungefähr so an. Ja, im Endeffekt heißt die Snare, so wie sie heißt, weil sie ein P mit einem F kombiniert. Also das heißt, wir haben das P aus der Kickdrum, die wir ja schon kennen, und ein F, so eine Art gepustetes F, ja, wie wir es auch aus dem Alphabet grundsätzlich kennen. Das heißt, wir kombinieren P und F und machen daraus im Endeffekt, ja, relativ leicht zu lernen. Wenn du da dran bleibst, wirst du relativ schnell diesen Sound rauskriegen. Was halt wichtig ist, ist, dass du den Druck hinter dem P, P, P behältst. Und das ist so ein bisschen tricky, das mit dem F zu kombinieren. Aber ich glaube, das wirst du ohne Probleme schaffen. Ja, wenn du diesen Sound kannst, dann können wir zusammen einen Beat üben. Das war's auch schon wieder mit diesem Tutorial. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg beim Lernen. Wenn es dir gefallen hat, dann zieh auf jeden Fall auch meine anderen Videos rein. Ich freue mich drauf. Bis dann.